liebe Schwestern und Brüder im Glauben, es ist schon ein unheimlich dichtes Symbol und Zeichenhandlung. Gerade auch im Jahr der Barmherzigkeit spricht dieses Zeichen der Fußwaschung Jesu, oder es spricht ja eigentlich schon seit ewigen Zeiten, seit 2000 Jahren. Nur müssen wir wahrscheinlich immer wieder mal neu drauf gestoßen werden. Deshalb hat der Heilige Vater das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen, vielleicht aus der Erfahrung, weil er merkt, wir Menschen sind doch allzu oft eher unbarmherzig im Umgang miteinander. Aber da wird es eigentlich spürbar. Was vollzieht sich da eigentlich? Jesus macht sich klein, er geht in die Knie. Wie haben sich die Jünger gefühlt? Die werden erstmal erschrocken sein. Petrus rebelliert, ne, der sagt, komm, also kann ich doch nicht. Aber wenn, dann mit allen Konsequenzen. Wenn die Füße, dann auch den Kopf. Vielleicht muss man auch manchmal den Kopf gewaschen kriegen, das ist auch richtig. Aber Jesus spürt oder macht spürbar für die Jünger, worauf es ankommt. Ich habe vorhin die Kinder in St. Josef, die Kommunionkinder, die Fußwaschung gemacht und habe gefragt, wie habt ihr euch denn gefühlt so? Ach, das war ein wohliges Gefühl. Und dann sagt er, aber ein bisschen komisch war schon, dass der Pfarrer vor einem in die Knie geht. Und so wird sicherlich auch den Jüngern damals gegangen sein, als Jesus in die Knie ging vor ihnen. Unvorstellbar, als Herr und Meister Sklavendienst auszuführen, als Jude vor dem Pessach sich unrein zu machen durch so eine Tat. Wir können es vielleicht gar nicht in der Tragweite auch so uns verdeutlichen. Und warum tut das Jesus am Abend vor seinem Leiden und in Zusammenhang mit dem Abendmahl? Weil er uns ein Testament und ein Grundgesetz hinterlassen wollte. Und dieses Grundgesetz heißt Barmherzigkeit und Liebe und Bereitschaft zum Dienen. Wer nimmt schon das Wort Dienen heute gern in den Mund? Ne? Verdienen klingt ganz gut. Verdienen wollen wir alles. Und wir wissen auch, was wir eigentlich verdient haben. Ne? Das wissen wir auch. Aber es fehlt uns nicht manchmal auch die Bereitschaft zum Dienst, das Wahrnehmen, was der andere braucht, der in meiner Nähe ist. Und um nichts anderes geht es in der Barmherzigkeit. Und ich habe das ja ein paar Mal da deutlich gemacht, was das Bonner Fastentuch ja uns auch deutlich macht. Die Barmherzigkeit vollzieht sich nicht in den großen Sensationen, sondern in den Kleinigkeiten des Alltags, im Zuhören, im Zuwenden, in dem guten Wort, das ich sage, in dem Annehmen des anderen, so wie er ist, dem anderen zu sagen, du gehörst dazu. Der Gründonnerstag ist ein Zeichen der göttlichen Liebe, des Grundgesetzes, an dem wir uns alle ausrichten. Und ich möchte schließen mit Gedanken von Papst Franziskus, der zum Barmherzigkeitsjahr für jeden Tag so einen Impuls gibt. Und am heutigen Tag greift er natürlich auch dieses Beispiel der Fußwaschung auf. Er sagt, die Füße zu waschen, was bedeutet das? Es bedeutet, ich bin dir zu Diensten. Und auch wir unter uns. Nicht, dass wir jeden Tag einander die Füße waschen müssen. Aber was bedeutet es? Dass wir einander helfen müssen, einer dem anderen. Manchmal habe ich mich geärgert über den einen, über die andere. Aber lass es einfach gut sein. Lass es gut sein, und wenn er dich um einen Gefallen bitte, dann tu es einfach. Uns gegenseitig helfen, das ist es, was Jesus uns lehrt, und das ist es, was ich tun soll. Vollziehen wir also diese Zeremonie der Fußwaschung tagtäglich und denken wir, jeder von uns, denke am heutigen Abend einmal darüber nach. Aber ich, bin ich wirklich bereit zum Dienen, dem anderen zu helfen? Nimm diese Frage mit hinein in diesen Abend. Aber ich, bin ich wirklich bereit zu dienen
dem anderen zu helfen. Denken wir allein nur an das. Und denken wir, dass dieses Zeichen eine Liebkosung Jesu ist, die Jesus gibt, weil Jesus genau dafür gekommen ist, um zu dienen und um uns zu helfen. Aber bin ich wirklich bereit zu dienen und dem anderen zu helfen?